In diesem Video zeige ich euch alle meine Halloween-Outfits. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ich habe ja schon letzte Woche in meinem Deko-Video erzählt, dass ich ein Halloween-Outfit-Video machen werde. Ja, und hier ist es. In diesem Video zeige ich euch alle meine Halloween-Outfits, die ich so zu Hause habe. Und ich kann euch schon sagen, ich liebäugle schon mit dem einen oder anderen neuen Outfit, aber dazu kommen wir später. Ja, einmal, ja, das könnte man auch schon zu Halloween anziehen, aber das habe ich jetzt nicht als Try-On zum Beispiel abgefilmt. Aber ich muss da jetzt hier irgendwas anziehen, was einigermaßen Halloween-mäßig ist, ich aber nicht in den anderen Outfits getragen habe. Deswegen einmal hier diese Phantom-Männer-Ohren und dieses Phantom-Männer-Shirt. Das hatte ich auch schon mal im Sommer an, zu Daniels 40. Geburtstag, falls ihr euch erinnert. Da haben uns ja alle, also alle, Brina und ich, haben uns in diese T-Shirts geschmissen für Daniel. Und ja, im Oktober ist es für mich eigentlich schon zu kalt für T-Shirts, aber ich habe ein paar T-Shirts dabei, die ich wahrscheinlich dann unter die Jerseys anziehe. Weil wenn es gerade so Wetter ist wie gerade zur Zeit, morgens wirklich saukalt. Ich habe schon echt Bedenken für nächste Woche ins Disneyland, dass mir morgens echt kalt sein wird und mittags ich meinen ganzen Zwiebellook ausziehen muss und dann im T-Shirt rumlaufe. Weil zur Zeit ist mittags echt über 20 Grad. Und morgens teilweise 7 Grad. Morgens Winterjacke, nachmittags T-Shirt. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel mit mir rumschleppen. Aber ich würde sagen, wir legen los. Ich zeige euch aber erstmal die Ohren und Basics. Also die Ohren, die ich nicht in meine Outfits, die ich euch gleich zeige, integrieren konnte, wollte. Es sind nur zwei tatsächlich. Ich habe zwei Halloween-Paar-Ohren, die ich nicht verwerten konnte in ein Outfit. Das sind einmal hier diese Loungefly-Hexenohren. Also die Mickey und Minnie auf so einem Besen rumfliegen, genau. Natürlich kann man die jetzt auch zu einem irgendeinen anderen kürbismäßigen Outfit oder so anziehen. Aber ich habe mich wirklich fokussiert auf ein paar Ohren mit einem Outfit, T-Shirt, Jersey, Kleid, Rock, egal. Deswegen, ja, die sind nicht in Einsatz gekommen. Und hier diese Nightmare Before Christmas Sally Ohren habe ich auch noch nicht verwerten können. Ich hatte zwar dieses Sally Kleid von Amazon als Bound, aber ich bin nicht der größte Nightmare Before Christmas Fan. Also ich finde es cool, auch mal Jack zu treffen und so, aber der Film, der hat es mir überhaupt nicht angetan. Und ich, ja, zu Halloween passt es, aber deswegen, ich habe auch überhaupt keinen Jack Skeleton oder Nightmare Before Christmas Merch. Kaum mehr Klamotten, also das ist wirklich eines der wenigen Sachen, die ich habe. Obwohl es jetzt bei EMP ein sehr, sehr schönes Bound gibt für Jack Skeleton, aber das würde ich auch dann zu Halloween anziehen, aber so richtig überzeugt davon bin ich nicht. Deswegen kaufe ich mir lieber was anderes im Park, aber dazu kommen wir noch später. Ja, also das ist das zweite Paar Ohren, was ich nicht verwerten konnte. Dann zu den Basics, das heißt, zu was ich die Sachen kombiniert habe, vor allem untenrum, ist eine schwarze Leggings und zwei verschiedene schwarze Röcke. Und das muss ich sagen, liebe ich auch an Halloween. Es wird dunkel. Ich liebe dunklen Lippenstift. Ich liebe diese dunklen lila, schwarz mit in Kombination mit Orange. Also ich muss sagen, Halloween ist wirklich einer meiner liebsten Seasons von den Farben her, auch von der Deko. Ich liebe die Herbstfarben. Ich weiß nicht, ob sie mir stehen, aber ich liebe sie trotzdem. Deswegen, ja, habe ich kombiniert einmal mein bestes Investment ever, ist dieser Rock von Shein. Den gibt es, glaube ich, tatsächlich noch für 7 Euro. Und dazu, da kann ich echt Sommer, Winter immer alles zu kombinieren. Das geht, der Rock geht immer. Deswegen die bestinvestiertesten 7 Euro, die ich jemals getätigt habe. Den hatte ich auch schon so oft an. Und den zweiten Rock, den habe ich tatsächlich erst vor kurzem bei About You entdeckt. Und hatte ihn eigentlich für mein Halloween-Kostüm, für die Party im Auge. Werde ihn aber jetzt tatsächlich auch schon früher anziehen, weil der mir so gut gefällt. Und zwar hier dieser kurze Leder, ist natürlich kein echtes Leder, Plissé-Rock von About You, aber der ist von Buffalo. Ist noch das Etikett dran. Genau, also der ist neu, den habe ich mir jetzt erst bestellt und ich muss sagen, ich finde ihn echt cool.
mit diesem Leder, das passt auch so gut zum Herbst und kann man auch gut zu den Jerseys kombinieren. Und ja, eigentlich wollte ich ihn erst zu meinem Halloween-Party-Kostüm anziehen, aber der wird schon vorher in Einsatz kommen. Ja, und dann das dritte Teil, brauche ich euch nicht zeigen, ist halt eine schwarze, bequeme Leggings, weil es gibt Spirit-Jerseys, die ich habe, die unten halt so schön sind, dass sie schade sind, wenn man sie in den Rock steckt und die Hälfte eigentlich nicht sieht. Deswegen zu den Jerseys, wo man halt schön unten was sehen kann, habe ich meistens die Leggings angezogen. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt und ich zeige euch mein erstes Outfit, was ich auf jeden Fall auch nächstes Wochenende mitnehmen werde. Und bei den anderen Outfits bin ich mir noch unsicher, deswegen brauche ich wieder eure Hilfe. Kommentiert unten, welche 3, 4 Outfits euch am besten gefallen haben. Also gerne unten in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall das Kleid, was ich euch gleich zeige. Und auf jeden Fall ein Jersey. Und beim dritten Outfit, vierten Outfit, ich muss mich wahrscheinlich auch mal umziehen. Denn ich habe so viele schöne Outfits und Halloween ist einfach zu kurz. Halloween ist ja eigentlich nur einen Monat lang. Und dafür habe ich zu viele Outfits und bin zu wenig da. Also ich bin jetzt schon im Oktober 2-mal da, was schon viel ist für alle anderen oder für einige andere. Aber für mich ist trotzdem Halloween viel zu kurz. Die müssten eigentlich schon Anfang September anfangen, für meinen Geschmack. Aber das ist meine Meinung. So, jetzt genug gequatscht. Ich zeige euch also mein erstes Outfit, was ich liebe. Ja, natürlich habe ich zu jedem Outfit ein Try-On gefilmt. Und ja, das erste Outfit ist dieses Kleid. Und ich weiß, ihr werdet jetzt fragen, woher hast du dieses Kleid? Das habe ich natürlich letztes Jahr bei AliExpress bestellt. Das gibt es aber in der Form mit den Mickey-Köpfen leider nicht mehr. Es gibt nur noch normale Kürbisse. Das habe ich auch nochmal mit normalen Kürbissen. Aber diese Version mit den Mickey-Kürbissen gibt es nicht mehr. Deswegen darf ich nie zunehmen, damit mir das Kleid immer passt. Oder ich muss halt irgendwann das hier mal abschneiden und dann ein neues Oberteil nähen, weil das passt mir auch, wenn ich etwas zunehmen sollte. Aber das hoffen wir jetzt mal nicht. Also, ich werde auf jeden Fall das Kleid anziehen. Big in love mit dem Kleid. Dann die Ohren dazu. Dann das erste Mal, das wird tatsächlich eine Premiere für mich, werde ich ein, heißt das Unterrock, Petticoat? Also das werde ich unter dem Kleid tragen. Bei 95% der Sachen, die ich damit mal angezogen habe, fand ich, das stand mir irgendwie nicht. Ich fand, irgendwie sah ich so breit aus und ich weiß nicht, Brina steht das ja super, diese Unterröcke, aber bei dem Kleid, muss ich sagen, finde ich mega. Deswegen, ja, einmal dieser Unterrock, den habe ich mir bei Amazon gekauft, in schwarz, den habe ich auch nochmal in weiß. Und ja, das werde ich wahrscheinlich öfter kombinieren, ist halt diese Lichterkette, die gab es letztes Jahr bei Shop Disney, die leuchtet auch, das werdet ihr aber jetzt nicht sehen. Sieht man, glaube ich, kaum. Es flackert ein bisschen, ist aber sehr hell bei mir. Was ist jetzt aus? Ich hoffe, sieht man da nicht schnell leer. Genau, ja, die wird auf jeden Fall auch mitkommen nächstes Wochenende. Und ja, natürlich mein einziger Kürbisrucksack, den ich habe. Der hier passt auch perfekt dazu und ich liebe dieses Outfit. Ich liebe, liebe, liebe dieses Outfit. Ich kann das alle die ganze Zeit anziehen und dazu habe ich noch hier diese Ohrringe. Die habe ich mal vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft bei Etsy. Genau, diese Kürbisohrringe. Ja, und was soll ich sagen? Also, ich bin begeistert von diesem Outfit. Es steht mir wirklich sehr gut und ich freue mich schon damit zu shooten. Ja, also natürlich den Rucksack kannst du oder kann man generell zu allen Kürbis-Outfits, die ich gleich zeige, natürlich kombinieren. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht jedes Mal hochhalten. Also ihr habt hier den gesehen. Ich liebäugle ja schon länger mit der Umhängertasche, die es demnächst bei Funko Europe geben wird. Oder also ich hoffe, dass ich sie bekomme als Kürbisform. Weil ja, ich mag die Loungefelle-Rucksäcke, aber wenn ich jetzt schon sage, ich muss zwei Outfits oder ein Outfit, ein separates Outfit mit in den Park nehmen, dann wird es platztechnisch hier drin schon eng. Also muss ich entweder eine Tragetasche mitnehmen oder halt einen großen Rucksack. Und deswegen fände ich die Umhängetasche schon praktischer zu den Halloween-Outfits. Ja, aber der kommt auf jeden Fall auch nächste Woche mit. Die Ohren müssen wir noch ein bisschen, dass sie immer nach vorne klappt, nicht so nach hinten. Ja. Das nächste Kleid, was ich euch zeige, das ist mein zweites Halloween-Kleid und das war's. Bisher, auch mit den Kleidern, ist ein bisschen schlichter, finde ich, von der Optik her. Ist etwas zurückhaltender, haltender.
Und zwar einmal hier dieses Kürbiskleid. Das habe ich letztes Jahr tatsächlich in England bestellt bei Cake, also ist von Cakeworthy, habe ich bei Truffle Shuffle, glaube ich, bestellt letztes Jahr. Genau, da sind so kleine Mickey-Kürbisse drauf. Ist halt ein T-Shirt, deswegen muss der schwarze Blazer drüber, den ich auch im Try-On anhabe. Ist halt ein schwarzer, schlichter Blazer. Und ja, tatsächlich, ich habe mir das in L bestellt, aber irgendwie spannt es ein bisschen an der Brust. Und deswegen muss ich einen Top drunter anziehen, dass mir da, dass ich das nicht zuknöpfen muss. Und dann sieht das echt schlimm aus, weil das so weiß aufspannt. Deswegen ja, Top drunter, Blazer und ja, Kürbisrucksack. Und ich würde die Ohren dazu kombinieren. Das sind die Lollipop-Ohren in der Halloween Edition. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr bei AliExpress bestellt. Finde ich auch ein sehr, sehr süßes Outfit, aber ja. Ich werde mich auf ein Kleid fokussieren müssen. Das wird das andere auf jeden Fall sein. Vielleicht Ende Oktober. Mal sehen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem ein Kleid, mit dem ich noch liebäugel. Natürlich von meiner Lieblingsrockmarke. Stitch Shop B bei Loungefly. Die haben jetzt eine neue Halloween-Kollektion rausgebracht. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr mit dem Kleid. Also, dass ich es schaffe, noch im Oktober im Disneyland anzuziehen. Aber ich hätte es schon sehr gerne. Und dann halt für nächstes Jahr. Das ist ein, wenn ich ein Bild schicke, wenn ich ein Bild schicke, wenn ich ein Bild finde, packe ich es euch gerne hier rein. Das ist orange und hat alle möglichen Halloween-Charaktere, also Mickey als Geist, als Kürbis und drauf. Also ich finde es mega schön, hat natürlich auch T-Shirt, weil ne, eigentlich für die Amerikaner und in Florida und Anaheim ist eigentlich relativ warm im Oktober, aber kann man natürlich was drüber ziehen. Mit dem Kleid liebäugle ich und zu dem anderen Kleid, mit dem ich noch liebäugle, was in Disneyland Paris ist. Dazu komme ich später. Ja, das war es aber auf jeden Fall mit meinen zwei Kleidern. Kommen wir zu meinem Coco-Outfit. Ja, denn Coco spielt auch eine große Rolle während der Halloween-Season, vor allem im Frontierland. Da habt ihr auch einige Coco-Figuren, diese Geister. Geister sind es ja nicht, diese Skelette. Und wer meine letzten Hauls gesehen hat, hat auch diesen Rock schon gesehen. Und zwar meiner Lieblingsrockmarke Stitch Shop bei Loungefly. Das ist dieser Coco-Rock. Den finde ich wirklich super schön und ich liebe auch diese Coco-Deko im Park. Dazu kombiniert erstmal die Coco-Ohren. Die hat mir jemand aus Walt Disney World mitgebracht. Ich glaube, vor 2 Jahren war das, nicht letztes Jahr, das war vor 2 Jahren. Und dazu kombiniere ich einfach einen blauen Rollkragenpullover. Denn ich habe kein Coco-T-Shirt. Ich habe mal nach Coco-T-Shirts geschaut, aber mir hat keins gefallen. Und ein Pullover, den Pullover, den ich hatte von Coco, habe ich verkauft. Und vielleicht gibt es diese neuen im Disneyland. Aber ansonsten wird halt einfach nur ein blauer Rollkragenpullover kombiniert. Denn ja, es ist ja auch ganz viel Blau in dem Rock drin. Und dazu diesen Rucksack, den habe ich euch auch mal im Haul gezeigt, von Pampling. Ist jetzt keine Lizenzware von Disney, aber hat auch diese Totenköpfe drauf, also so ein bisschen Coco in die Coco-Richtung. Deswegen passt der auch ganz gut. Und da passt auch mein zweites Outfit dann mit in den Rucksack. Also ich brauche schon mindestens die Größe eigentlich, wenn ich im Park unterwegs bin. Ich habe einige Spirit-Jerseys für Halloween. Und ja, fangen wir mal mit einem an. Und zwar den ich tatsächlich als erstes hatte für Halloween. Der wurde mir auch vor 2 Jahren aus Walt Disney World mitgebracht. Das ist hier der. Und ich habe echt zu wenig Fotos damals mit diesem Jersey gemacht. Ich habe tatsächlich nur welche mit Charakteren, aber da sieht man das Schöne hinten gar nicht, ne? Dieses Walt Disney World mit diesem Kürbis. Der glitzert auch. Ihr seht das. Er ist einfach wirklich wunderschön. Und ja, ich habe ihn viel zu selten angehabt. Also eigentlich nur einmal, als ich einmal vor 2 Jahren da war. Und wie gesagt, zu wenig Fotos damit gemacht. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es ist ja mittags noch sehr warm, würde ich das T-Shirt hier drunter anziehen. Das habe ich auch vor 2 Jahren im Disneyland gekauft. Happy Halloween. Und hinten habt ihr auch ganz viele Kürbisse. Genau, das würde ich drunter ziehen. Und ja, dann diese Ohren dazu. Das sind die passenden Ohren zum Jersey, aber die habe ich bei AliExpress, glaube ich, im letzten Jahr bestellt, weil
weil ich sie sonst nirgendwo gefunden habe. Es gibt keine andere Begründung, aber das sind wirklich die passenden zu dem Spur-Jersey hier und das habe ich natürlich mit einem Rock kombiniert. Also wenn ich euch kein Unterteil zeige, habe ich es entweder mit einer Rock, mit einem Rock oder mit der Leggings kombiniert. Aber seht ihr alles im Try-On. Ja, kommen wir zu einem T-Shirt, was ich letztes Jahr bei Shop Disney bestellt habe. Und zwar das hier. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwo drunter zu ziehen, unter irgendeinem anderen Jersey und die passenden Ohren dazu halt mitzunehmen. Und wenn ich dann mich entblößen sollte im Park, würde ich die Ohren dann tauschen. Die habe ich bei Ears Ever After mal bestellt. Ich muss sagen, ich scheue mich jetzt mittlerweile in England zu bestellen, denn ja, durch die ganzen Zollgebühren ist es wirklich sehr teuer geworden, aber das war alles noch vor dem Brexit. Deswegen ja, einmal hier diese Mumien, Mickey und Minnie Ohren, die finde ich auch wirklich total süß und das passt halt, weil Mickey hier auch als Mumie drauf ist auf dem T-Shirt. Kommen wir zum nächsten Jersey, was zu diesem Outfit hier eigentlich passt. Ich muss jetzt sagen, auch Phantom Manor oder Haunted Mansion ist jetzt nicht so mega Halloween-mäßig, aber durch dieses Geister-Spooky-mäßige passt das eigentlich schon ganz gut zu Halloween. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Ja, einmal der Haunted Mansion Spirit Jersey, den es letztes Jahr bei Shop Disney in Deutschland gab. Und ich muss sagen, ich finde ihn mega cool. Also ich liebe Lila und oh, ich finde es einfach mega. Genau, also hier dieser Spirit Jersey und hinten steht Welcome Foolish Mortals und ich glaube, das leuchtet auch im Dunkeln. Und dazu einfach die Haunted Mansion Ohren, die gab es auch dieses Jahr, glaube ich, bei Shop Disney. Ja, die habe ich übrigens von AliExpress, falls es jemanden interessiert. Ja, also das ist auch ein cooles Outfit. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich alles mitnehmen werde, weil mir wirklich jedes Outfit auf seine Art gefällt. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Weiteres T-Shirt, was ich habe, wo aber auch Ohren und ein Loungefly-Rucksack zu passt, ist dieses T-Shirt. Das habe ich von Triton's Treasure, auch in England. Genau, da ist Mickey als Geist drauf, steht Trick or Treat, Main Street drauf mit dem Schloss. Finde ich wirklich auch sehr cool, das T-Shirt. Und deswegen hätte ich auch gerne das Kleid, was ich eben erzählt habe, denn da sind auch Geister drauf. Und dazu passen dann auch die Ohren zu dem Kleid und auch zu dem T-Shirt. Die Ohren, die leuchten tatsächlich auch im Dunkeln. Dieses Jahr gibt es die Ohren auch in der Mini-Version mit orangener Schleife. Ich weiß noch nicht, ob ich sie mir holen werde. Und auch den Rucksack gibt es in der Mini-Version mit orangener Schleife. Aber ich habe ja schon dieses Set. Und das reicht eigentlich auch. Der leuchtet auch im Dunkeln. Also wirklich cool. Ich freue mich drauf. Ich muss ihn dann auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn ich auch abends im Park bin, dass man das auch leuchten sieht. Einen Hoodie zeige ich euch jetzt. Den habe ich auch letztes Jahr gekauft bei Amazon. Und zwar ist das von der Heidi Klum Villains Collection gewesen. Ich gucke mal nach dem Etikett. Genau, hier steht es. Disney Villains by Heidi Klum. Die gab es nur in Amerika, aber über Amazon konnte man den sich auch nach Deutschland schicken lassen. War auch gar nicht so teuer. Und ich glaube, sie leuchtet auch im Dunkeln. Und hinten steht noch, jetzt muss ich das erstmal lesen. Formula, Mummy Dust, Black of Night, Old Hex Cackle und Scream of Fright. Das ist wohl irgendein Rezept für irgendwas Spooky-mäßiges. Ich muss sagen, der ist sehr, 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 sehr bequem und kuschelig weich. Aber im Park ist er für mich zu underdressed. Also ich fühle mich mit so einem Hoodie dann so ein bisschen underdressed. Ich bin ja schon immer sehr auffällig, schick unterwegs im Park und mit dem Hoodie ist es halt eher so ein bisschen sportlicher. Aber der ist trotzdem cool für Halloween und dazu würde ich halt einfach schwarze Ohren kombinieren, denn ich habe keine Hexen-Schneewittchen-mäßigen Ohren und deswegen einfach die schwarzen, die passen dann ganz gut dazu. Vielleicht kommt er irgendwann mal mit, vielleicht wird er auch einfach nur an Halloween zu Hause angezogen. Weiter geht's mit den Jerseys. Ich habe tatsächlich noch drei Jerseys und ein T-Shirt-Outfit. Also ihr seht, meine Kombinationsmöglichkeiten sind groß. Ja, der nächste Jersey ist relativ neu. Den habt ihr noch nicht bei mir gesehen, denn den habe ich erst vor kurzem bei eBay bestellt. Denn ich bin ja Ende Oktober mit Brina und noch zwei weiteren im Park. Und Brina und ich würden gerne als Maleficent Bounden irgendwas uns anziehen.
Und ja, da habe ich mir, bevor ich dann zum dem komme, was ich mir im Park kaufen möchte am nächsten Wochenende, habe ich mir hier den Jersey bestellt bei eBay. Das ist der Maleficent Jersey aus Walt Disney World. Also ihr seht vorne den Maleficent Drachen. Und es ist mal tatsächlich ein anderer Jersey, denn Walt Disney World steht über die Ärmel, über den Rücken hinweg. Also mal was ganz anderes. So ein Jersey habe ich tatsächlich noch nicht. Und hier würde ich halt eine Leggings zu anziehen, weil unten sind noch die ganzen Flammen und man sieht noch den Drachen hier ein bisschen. Also schon ein richtig cooler Jersey. Und dazu natürlich die Maleficent-Ohren, die es letztes Jahr im Disneyland Paris gab. Ob es dieses Jahr wiederkommen, weiß ich nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich gucke ja mal bei Twitter, was gerade so abgeht im Disneyland und dann zeigen sie auch den aktuellen Merch. Deswegen, die habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommen sie nochmal nach, aber die sind echt mega cool. Und ja, kommen wir zum neuen Merch, den ich bereits im Park gesehen habe. Und Thema Maleficent. Es gibt ein Kleid von Maleficent in Lila im Disneyland Paris. Als wirklich sehr, sehr schönes Kleid. Ich werde es nächste Woche anprobieren und euch in den Vlogs natürlich berichten, ob ich es gekauft habe, wie es mir steht. Es ist leider nicht ganz günstig. Es kostet 130 Euro ohne Rabatt. Deswegen muss ich es auf jeden Fall mal anprobieren und schauen, wie es mir steht, ob es mir steht. Kann man wahrscheinlich auch gut mit dem Unterrock dazu anziehen. Und wenn ich es mir kaufen sollte, wird auf jeden Fall das an dem Wochenende mit Prina mitkommen. Denn ja, das ist natürlich ein bisschen schicker als der Jersey. Vielleicht nehme ich den trotzdem mit zum Umziehen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe so viele Sachen. Aber das Kleid ist auf jeden Fall noch auf meiner Liebäugelliste. Ja. Drückt mir die Daumen, dass es schlecht aussieht, dass es mir nicht steht und dass ich es nicht kaufen werde. Weil wenn es mir stehen wird und so gut aussieht, dann werde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ein weiteres T-Shirt, welches ich jetzt bei Zalando tatsächlich gefunden habe. Ja, Zalando hat auch Disney Halloween T-Shirt und zwar dieses Happy Halloween T-Shirt. Kann man natürlich jetzt auch einen Blazer einfach drüber ziehen oder wieder unter den Jersey anziehen. Aber finde ich auch cool mit dem Mickey-Kürbis. Hat natürlich auch mega viele Kombinationsmöglichkeiten mit Ohren, mit Tasche, mit keine Ahnung was. Aber da diese Ohren noch nicht zur Action kamen, dran kamen, habe ich diese Ohren dazu kombiniert. Die sind auch von Ears Ever After und die haben tatsächlich so also die leuchten auch, wenn man sie einschaltet im Dunkeln. Die hatte ich aber schon sehr oft an. Da musste mal die Batterie gewechselt werden. Das ist nämlich tatsächlich auch einer der ersten Halloween-Ohren, die ich hatte. Ja, Hokus Pokus tatsächlich. Ja, den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geguckt, den Film. Steinigt mich, aber so ist es. Und da gab es auch letztes Jahr einen Spirit Jersey bei Shop Disney und den habe ich mir bestellt. Es ist ein Grün, also mal was ganz anderes vom Farbton her. Es ist dieses Giftgrün, würde ich sagen. Hier vorne steht in Gold Hokus Pokus. Und das ist halt auch so ein Jersey, den kann man nicht zum Rock anziehen, denn sonst würde man die Hälfte von hier einfach verdecken. Und das finde ich echt schade, denn man soll ja auch die Hexen da unten sehen. Ja, also ist mal auch so eine sehr, sehr coole Halloween-Farbe in Grün. Und dazu würde ich, weil ich habe jetzt keine Hokuspokus-Ohren, würde ich tatsächlich hier diese Minnie-Maus-Ohren mit Hexenhut kombinieren. Ist jetzt zwar lila, aber die leuchten auch im Dunkeln. Und passt halt zum Thema, ne? Hexe, Hexe. Wäre jetzt so meine. Man könnte natürlich auch jetzt, die ich eben gezeigt habe, die ich gar nicht drangenommen habe, hier diese anziehen. Würde auch gehen, aber so 100% passt es für mich jetzt auch nicht. Aber ich kann halt nicht zu jeder Sache einen hundertprozentigen Match haben, oder? Vielleicht gibt es ja irgendwann Hokuspokus-Ohren. Mal sehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Jersey und dem neuesten Halloween-Jersey, den es gibt. Den habt ihr tatsächlich nämlich auch noch nicht im Haul gesehen, denn ja, der kam jetzt raus beim Start der Halloween-Kollektion bei Shop Disney. Ein neuer Spirit-Jersey und zwar der hier. Und ich muss sagen, ich finde ihn unglaublich schön. Ich mag diese Farben, dieses Orange mit Schwarz und Happy Halloween steht hinten drauf mit Mickey. Unten die ganzen Mickey-Köpfe. Dazu habe ich jetzt halt im Try-On auch einen Rock kombiniert. Verdeckt halt die Hälfte von den Köpfen, aber die hat man ja auch in den Ärmeln und so. Fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, und das ist vorne ein Mickey-Kopf und vorne noch die ganzen Kürbisse. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Und dazu gab es dann neu diese Ohren.
Weil wer es genau gesehen hat, hat Miki hat auch so karierte Ohren. Deswegen auch sind die Ohren kariert. Und ich war wirklich lange auf der Suche nach so einem Rock. Nicht gefunden. Ich habe karierte Röcke gefunden, aber so lang kariert, aber nicht so viereckig kariert und so. Und das wäre natürlich ideal, wenn ich so einen Rock zu diesem Jersey kombinieren würde, weil das sieht einfach grandios in meiner Vorstellung aus. Aber nicht gefunden und vielleicht läuft er mir irgendwann mal über den Weg. Aber oder vielleicht habt ihr einen gesehen und schickt mir gerne einen Link. Ja. Das waren sie. Das waren meine Halloween-Outfits, die ich zurzeit besitze. September 2021. Wahrscheinlich kommt nächste Woche auf jeden Fall wahrscheinlich eins noch dazu, das Maleficent-Kleid. Und dann schauen wir mal, ob ich das noch aus den USA bestelle. Aber das werde ich dieses Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr anziehen können, weil es nicht pünktlich kommen würde. Ich warte jetzt auch ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht direkt bestellen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Simone, du lernst es nie, dein Handy lautlos zu machen, bevor du ein Video drehst. Das bin halt ich, ne? Also kommentiert gerne unten mal in den Kommentaren, welches Outfit euch am besten gefällt, welches nächstes Wochenende mitnehmen soll. Ich werde euch natürlich in den Vlogs dann meine Outfits wieder genau zeigen, was ich wie kombiniert habe. Und ich freue mich so sehr auf nächstes Wochenende. 3 volle Tage Halloween, Halloween, Halloween. Mit Daniel und Sven. Wir sind tatsächlich nur zu dritt unterwegs dieses Wochenende. Übernachten erst im Cheyenne und dann in einem neuen Hotel, was wir für euch austesten. Sehr nah am Park mit Shuttle etc. Gehört aber nicht zu den Partnerhotels. Also ihr könnt gespannt sein, wird natürlich wieder ein Video zu dem Hotel geben. Wir gehen ins Downtown-Restaurant zum ersten Mal und Halloween, Halloween, Halloween. Ja, ich freue mich so sehr auf dieses nächste Wochenende. Ich habe Freitag schon frei, morgens direkt geht's los und Freitag sind wir dann schon im Park. Das heißt, Freitag kommt auch das erste Video aus dem Park rund um die Halloween-Season und ich freue mich sehr, euch da wieder mitzunehmen. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen da hoch dazulassen und auf die Glocke zu drücken, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!